Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Modifikation. Heute zeige ich euch die Dynamic Maces Mod für die Minecraft-Version 1.7.10 und was diese kann, das seht ihr nach dem Intro. Bleibt dran! So, hier sind wir auch schon wieder und ja, diese Modifikation fügt euch Labyrinthe hinzu. Ja, jetzt haben wir hier drei Stück. Einmal das große, das mittlere und das kleine. Da wollen wir das bloß noch generieren. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht lädt. Auf jeden Fall, dieses Spawn natürlich, also ganz random hier in der Gegend rum. Also einfach suchen. Das dauert nicht lang, bis man eins gefunden hat. Und ja, ich würde mich über 100 Likes auf diesem Video freuen. Ihr könnt gerne auch kommentieren, abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und Mod-Vorschläge sind wie immer auch gewünscht. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was wir hier in diesem Labyrinth haben. Wir haben natürlich hier in jedem Labyrinth einen Eingang. Wenn wir hier in den Survival-Modus gehen, können wir das hier theoretisch abbauen, das Laub. Aber es dauert recht lange, deswegen lohnt sich's nicht. Hier haben wir überall Spawner und Fallen. Also, so, ich gehe mal weg, weil wenn man in Survival-Modus wäre, wird man sofort sterben. So, und ich kann jetzt mal hier in den Creative-Modus gehen und hier rüberfliegen. Also hier, da gibt es auch Sackgassen und alles, ganz normalen Labyrinth. Und dann gibt es auch noch diese sogenannten Truhen. Hier sind immer verschiedene Sachen drin, zum Beispiel jetzt hier dreimal Schwarzpulver und einen Eisenbarren. Dann können wir mal weitergehen. Ja, wie gesagt, fliegen. Gucken wir mal hier drüber. Da ist noch eine Truhe, also je nachdem auch wie viele Truhen drin sind. Es kann auch sein, dass nur eine drin ist, es kann auch sein, dass fünf oder sechs drin sind. Und hier haben wir jetzt einen Eimer und drei Fackeln. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, genau was es mit den, hier mit der Falle auf sich hat. Zum Beispiel erstmal hier nochmal, Kartoffel, Kartoffel und Brot. Okay, hier ist keine Druckplatte mehr, platzieren wir. Okay, wir können keine mehr platzieren. Dann gucken wir, ob wir... Naja, dann gucken wir einfach an andere hier. So, einfach mal ausheben kurz. So, und dann würden wir uns mit einer Diamant-Pickaxe oder was weiß ich hier auch runterbauen. Dann könnten wir, ja, genau, sind wir hier in einem Labyrinth. Ich hole mal kurz eine Fackel raus, dann kann ich euch das zeigen. So. Müssen wir uns hier, hier ist ein Weg, so. Kann man hier die ganzen Wege gehen. Hier ist nochmal ein, ja. Kann man nochmal runter und hier oben drüber ist TNT. So, wir können jetzt auch mal gucken, was wir hier finden. Ja, hier sind überall Zombies und sehr viele Cave Spider. Das ist richtig krass hier. Und, wow, 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 gehen wir mal wieder hoch hier. So, gucken, wenn wir uns runterbauen. Naja, okay, hier ist nichts mehr. Ne, hier ist nichts mehr. So, gehe ich mal wieder hoch. Und dann können wir mal weiter gucken. Hier waren wir schon. So, also hier Cave Spider zum Beispiel, die sieht dann so komisch aus. Wegen dem Shader. Die Zombies leuchten auch so komisch wegen dem Shader. Und hier sind zum Beispiel Spinnen, Spawner. Und da wollte ich mal wissen, was das jetzt genau damit auf sich hat. Mach ich mal kurz den Shader raus, so. Okay, hier passiert nichts anscheinend. Ja, ich hätte nämlich gedacht, hier wäre noch vielleicht weiteres. Also hier kann man auch hier sehr viele Kisten abräumen, wenn man erstmal eine Kiste findet. Wow, okay, jetzt sind wir hier zum Beispiel in einer Falle gelandet. Das ist auch noch ziemlich cool. Ja, jetzt kommt man hier gar nicht mehr raus. Ja, muss ich einmal kaputt machen, so. Und, ja, eine ziemlich große Falle. Kann man hier wahrscheinlich rumspringen? Ah ja, okay. Okay. Was gibt's hier noch? Gehen wir mal hier. Ne, hier geht's gar nicht lang. So. Okay, hier sind ganz viele Zombies. So. Also wie man sieht, ist das ziemlich groß und. Ah ja, hier kam ich anscheinend her. So. So. Und gucken wir mal hier lang. Enderman.
Also hier ist wirklich alles unten. Ist echt krass. Und guck mal noch ein bisschen weiter. Ist ja hier so ein endloser Gang. Also hier kann man sich schon echt krass verirren. So. Hier, stopp. Hier kann man nicht mehr lang, oder? Doch, kann man. Einfach mal hier ein bisschen erkunden, was hier noch ist. Jedes Labyrinth ist ja anders von der, von dem nach. Kann man hier sehr, sehr viel erforschen. Jo, okay. Also, richtig krass, wie viele Gänge es hier einfach gibt. Ich glaube, ich baue mich jetzt einfach mal hoch und können mal gucken, wo wir ausgekommen sind. Das kann ich immer sofort machen, weil ich hier noch ganz kurz. Ah, hier ist die Kiste. Mal die weg. Ja, wow, so weit einen Weg gegangen dafür. So, hier können wir mal hoch. Machen das Wetter eben mal so wieder sonnig. Okay, wir sind hier beim Großen reingegangen und da hinten raus. Ich glaube, wir sind da vorne irgendwo reingegangen. Das ist schon ziemlich krass, finde ich. Und ja, das ist eigentlich die Modifikation. Wie gesagt, die gibt es halt noch in klein und in groß. Und es ist nicht immer ein Labyrinth unter der, unter einem anderen Labyrinth. Muss man einfach mal schauen. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich auf dem Desktop zur Installation. Bis gleich. So, jetzt geht es los mit der Installation. Und was für die Mod braucht, also für die Installation, ist einfach nur natürlich die Dynamic Maces Mod an sich selbst und die Minecraft Forge, die empfohlene Version. Und wir gehen einfach in die Beschreibung, dort werden zwei Links sein. Ja, da kommen wir einfach mal erstmal hier hin. Und dann können wir uns die. Moment. Ein bisschen runtergescrolle. Können wir uns die hier runterladen über den Adfly-Link und ja, 1.7.10 steht ja auch und dann gehen wir einfach auf diesen Link und gehen auf 1.7.10 Recommend auf Installer am besten so und dann auch über Adfly und dann ja öffnet er es schon oder kannst du es runterladen und dann schließe ich das jetzt mal so und dann einfach einen Doppelklick auf die Microforge, wenn ihr diese habt. Dann öffnet sich das und dann achtet ihr, dass das hier oben ausgewählt ist und dass euer Pfad zu eurem Punkt Minecraft-Ordner stimmt. Dann drückt ihr auf OK. Dann lassen wir es runterladen. Und wenn es fertig runtergeladen ist, dann drückt ihr wieder auf OK. Dann haltet ihr die Windows-Taste und R. Dann öffnet sich das Fenster Ausführen und ihr gebt dort ein Prozent AppData Prozent, wie es hier steht. Dann geht ihr wieder auf OK. Dann in den Punkt Minecraft-Ordner. Dann in den Mods-Ordner. Wenn ihr noch keinen Mods-Ordner habt, dann erstellt diesen MODS. Ja, wenn ihr den habt, ist auch gut. Einfach da reingehen. Dort nimmt am besten alle Mods raus, weil es kann sein, dass er denn, dass der ja zum Beispiel mit dem Minimap-Mod nicht aktiv ist und ja, deswegen kann einfach reinziehen. Ich weiß nicht, ob der mit, also ob der mit kompatibel ist. Einfach reinziehen und ausprobieren. Einfach, also wie ich das jetzt mache, ich kann jetzt zum Beispiel auch Optifine reinziehen. So, mache ich jetzt mal. Starte Minecraft. Und ja, kann ich euch zeigen, dass es geklappt hat. Also mit Optifine ist das zum Beispiel kompatibel. Und das ist ganz easy. Wir machen zum Beispiel jetzt ein neues Profil oder euer altes bearbeitet ihr. Zum Beispiel Mod Maces. So. Dann gehen wir auf welche Version wir nutzen möchten. Genau die hier 1.7.10 Forge 10.13.0.11.0.8.0. Gehen wir auf Save und dann erstmal drücken wir auf die Mod. So, klicken wir drauf. Ausgewählt. Hier steht auch die Minecraft-Version, also die Forge-Version und drücken auf Play. So, jetzt müsst ihr es nur noch starten lassen und ich kann euch zeigen, dass es geklappt hat. Ja, bei Fragen könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. 100 Likes, wie gesagt, wären echt krass geil. Und ja, warten wir noch eben ab. So, unter Mods. Und dann sehen wir hier, haben wir die Maces Mod aktiv. Und Optifine hier zum Beispiel jetzt auch beispielsweise aktiv. Und ja, jetzt können wir eigentlich schon anfangen, neue Welt zu generieren und schon anfangen zu zocken. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Kommentieren, abonnieren und bis nächstes Mal. Ciao, Leute.